Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forza Horizon 4. Wir haben wieder ein bisschen was zu finden, zu suchen. Und zwar, ihr seht schon auf der Minimap unten links, ich bin wieder in einem Gebiet eines Scheunenfundes. Und es gibt noch mehr. Wir haben, was? Livestream gefunden. Nein, ich will nicht beitreten. Hallo? Geh weg. Ja, und es gibt noch mehr. Wir stehen kurz davor vor dem nächsten Showrennen und wir sind bereit in den, was haben wir denn jetzt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, in den Sommer, glaube ich, schon überzugehen, obwohl wir hier gerade noch Winter haben, weil Sommer, Frühling haben wir auch noch nicht, da waren wir noch nicht einfach und das müssen wir dann machen. Das werde ich jetzt so einzeln in Folgen wieder reinpacken. Jetzt gucken wir aber erstmal hier nach dem Scheunenfund. Und ich hoffe, dass wir den auch hier finden. Wir sind hier in so einem, ja, ehemaligen Bergwerk oder so. So sieht es jedenfalls aus. Und ich bin hier schon mal ein bisschen rumgegrust, aber ich habe es noch nicht gefunden. Das Scheunchen. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen weiter gucken. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo das Ding sein soll. Ist wieder gut versteckt. Inständig, dass es nur und wenigstens ist. Hier steht nur so ein komisches Hütchen. Das war es aber nicht, ne? Ach, ich glaube hier einfach so ein Buschring beim geilen Gefährt. Nee, hier ist nichts. Da steht was. Ja, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen rumgucken. Bin mir noch nicht so schlüssig, wo wir hier gucken müssen. Nach dem Auto, was wohl hier seit Jahrtausenden in der Scheune steht, nur auf uns wartet. Hier nicht nur diese ehemalige Steinbruch oder was auch immer das hier sein soll, sondern auch dass ich auf der Karte ein Häuschen, das wir kaufen können. Ein Stück hier im Wald oben. Aber kann ich so einfach hier. Kann ich auch noch ein bisschen hoch. Ich habe ja hier mehr Glück. Raus aus dem Gebiet. Hier wurde stark abgerodet. Der Biber ganze Arbeit geleistet hier. Scheinbar ist der rechts Bau vorbei. Goldene Mittelweg genommen. Wenn ihr die Scheune irgendwo stehen seht, dann schreit einfach ganz laut. Stehen würde, glaube ich.
erste Schnitzeljagd hier. Ich weiß auch nicht, ob die Gebäude immer gleich aussehen. Oder ob Scheunen auch unterschiedlich aussehen können. Denn bisher waren sie ja immer relativ groß. Hier haben wir natürlich das richtige Auto. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein paar, was ich verballert habe. Die Autos sind so hinten. Da steht hier irgendwas. Steht da etwa eine Hütte? Ja, na klar! Sehr geil. Sind wir die Ersten? Hey, besten Dank. Bin auf dem Weg. Was ist das? Die Kiste ist ja nur noch Schrott. Oh Mann. Von so einer hatte ich als Kind ein Poster an der Wand. Oder noch immer, wenn Oma es nicht das abgenommen hat. Eine Lotus, Elise GT1. Boah, geil. Nehmen wir sie mit. Hab ich noch in der Autoliste nach dem Lotus Elise geguckt? Und nicht gefunden, hab mich beschwert. Die Kiste geil. Wird der Hammer, wenn sie fertig ist. Ich ruf dich an. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitsuchen nach dem Scheunenfund. Und wie gesagt, wir sehen uns wieder, sobald das nächste Schaurennen ansteht. Oder irgendwas anderes. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut. Und ich sag tschö mit Ö.